Hallo Leute und willkommen zurück zu Folge 16 meiner Let's Max Rathaus 10 Serie. Beim letzten Mal haben wir ja den Queen gestartet und dann habe ich euch noch das King Upgrade gezeigt. Heute haben wir, wie ihr sehen könnt, 200.000 dunkles Elixier zusammengefarmt und das werden wir auch brauchen, denn der King geht heute wieder ein Level hoch auf Level 25 und wir müssen das Labor auch neu starten und im Labor möchte ich den Golem machen, den Golem auf Level 5. Sehr, sehr wichtig natürlich für den Krieg, benutze ich auch sehr viel, von daher werden wir den Golem heute starten und da brauchen wir natürlich dann zusammen mehr als 200.000 dunkles Elixier. Normalerweise ziehe ich immer Heldenlevel allem anderen vor, bedeutet, ich mache es immer so, dass ich Helden als erstes starte und der Rest ist mir egal, aber heute habe ich gesagt, wir machen mal das Labor zuerst, weil dann kann ich den King jetzt noch ein paar Stunden dann benutzen oder ein paar Angriffe lang benutzen. Stunden werde ich nicht brauchen, um dann wieder das genug Dunkles zu farmen. Also kann den King noch ein bisschen benutzen beim Angreifen und kann ihn dann später starten. Da verlieren wir vielleicht ein bisschen Zeit, aber das ist nicht so schlimm. Solange wir es immer noch heute am gleichen Tag starten, ist das alles okay. Von daher warten wir mit dem King einfach und fangen mit dem Labor an. Starten mal die Golems jetzt auf Level 5. Damit seht ihr dann Max. Das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wieder eine Flamme mehr im Profil zu kriegen. Max Golems sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sehen gut aus und haben auch noch mal ein bisschen mehr Hitpoints. Von daher die Golems gestartet. Jetzt haben wir 109.000 Dunkles und wir brauchen 115.000 für den King, wie wir eben schon gesehen haben. Das bedeutet, wir müssen natürlich jetzt wieder ein paar Angriffe machen. Ist aber kein Problem. Ich bin schon die Miner wieder am Ausbilden, die ich ja so sehr gerne benutze für meine Angriffe. Und sobald die fertig sind, werde ich ein paar Angriffe machen. Dann zeige ich euch natürlich auch wieder ein paar Replays, um einfach zu sehen, was für Basen ich so gefunden habe. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das alles auch heute gestartet bekommen. Gut, dann würde ich sagen, werfen wir es rüber zu ein paar Angriffen und dann sehen wir, was wir machen. Achso, ganz kurz noch. Ich möchte als nächstes dann die Lavahunde noch machen, denke ich. Und dann habe ich meine wichtigen dunklen Truppen alle fertig. Die Lakaien werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen mit warten, weil da ist jetzt nicht der Riesenunterschied zwischen Level 5 und Level 6. Level 5 ist schon ganz gut. Und Mass-Lucky-Angriff werde ich wohl nicht machen auf Rathaus 10. Von daher haben wir noch ein paar dunkle Zaubern. Ansonsten sehen wir dann auch schon ganz gut aus mit den dunklen Upgrades. Das ist natürlich schön, weil so können wir halt dann, wenn die Helden richtig teuer werden, können wir halt dann das ganz dunkle Elixier für die Helden immer benutzen. Das ist also schön, deswegen mache ich das auch so, dass ich jetzt die ganzen dunklen Upgrades relativ am Anfang gleich gemacht habe auf Rathaus 10, weil mir das halt einfach ein bisschen mehr Luft bringt für später, beziehungsweise ich muss mir einfach nicht so viele Gedanken machen. Zeige euch ein paar Angriffe der letzten Tage. Ich habe jetzt, da das dunkle Lager voll war, mich dann auch sehr viel auf Elixier konzentriert, um das Elixierlager voll zu kriegen, weil ihr kennt das ja inzwischen, ne? Habe ich ein volles Elixierlager, bin ich entspannt. Da muss ich mir keine Gedanken machen über meine Mass-Miner-Angriffe, weil ich einfach nur blindlings auf das Dunkle gehen kann, mir über Elixier bei diesen Angriffen keine Gedanken machen muss. Hier haben wir also einen gefunden, der eine komplett totes Rathaus 10 hatte und sehr, sehr viele Ressourcen von allen. Dann mache ich es natürlich dann so, dass ich als erstes auf Elixier gehe, als zweites aufs dunkle Elixier und das Gold ist mir nicht so wichtig, aber in dem Fall war das hier alles so weit aus, dass wir sogar das ganze Gold auch bekommen haben. Schöner Bonus, wenn man das natürlich auch noch kriegt. Und ja, insgesamt so knappe 900.000 Ressourcen oder 800.000 Ressourcen eher und über 3.000 Dunkles. Also sehr, sehr cool. Weiteres totes Rathaus 10. Eben habe ich ja so sehr, sehr, sehr stark gespammt, die Truppen, ohne großen Plan. Hier ist es jetzt so, dass ich das ein bisschen anders mache. Hier mache ich ein bisschen mehr surgical, wie sich das nennt, also aufgespalten quasi, verteile die Truppen besser, nutze die Riesen zum Tanken und mache mit den Bogies und den Kobolden den Schaden dahinter, beziehungsweise hole mir das Elixier und das dunkle Elixier. Ein oder andere Wutzauber nochmal benutzt, ist es in dem Fall also wirklich wert, weil so viel Elixier hier in der Base halt ist und ich ein bisschen was von dem Dunklen eben auch noch haben möchte. Deswegen habe ich mich entschieden, ein paar Zauber auch noch zu benutzen. Die eine Elixier, die alle Elixiersammler in der Mitte kriegen wir leider nicht. Da sind nochmal 100.000 drin, also sehr ekelhaft. Aber kommen wir leider nicht ran. Ist aber auch nicht so schlimm. Kann der Nächste sich dann holen, der eine stärkere Armee mitbringt oder so. Und ja, über 400.000 Elixier, natürlich ein richtig klasse Raid.
Und dann haben wir einen Messmeiner-Angriff noch, der war auch sehr, sehr schön, deswegen möchte ich den auf jeden Fall auch noch zeigen, wo wir den Geladiator gefunden haben. Anscheinend wird das in Teheran so geschrieben, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir auf jeden Fall sein dunkles Elixier. Zwei Wutzauber direkt am Anfang gesetzt, um in die Base ein bisschen reinzukommen, wie man da so schön sagt, um ein bisschen durch die äußeren Gebäude schneller durchzukommen. Ansonsten die Miner wieder sehr schön verteilt, breiter Split. Dadurch ist es so, dass die halt immer sich selber dann in die Mitte funneln und das ist halt dann ja relativ easy, an das Dunkle zu kommen. Also jedenfalls gefühlt für mich, vielleicht wenn ihr Probleme habt, ich werde auch nochmal ein bisschen über die Strategie mit Minern sprechen in einem zukünftigen Video. Da gibt es auch noch den einen oder anderen Trick, den man benutzen kann, damit man die Miner halt zum dunklen Elixier bekommt. Immer abhängig von der Base. Also ja, ihr seht jetzt hier habe ich zum Beispiel den King gar nicht gebraucht. Ich habe ihn jetzt einfach oben gedroppt, um noch ein paar Prozente extra zu holen. Liga-Bonus in der Kristallliga ist ja ganz okay. Und ja, von daher ein bisschen Elixier und dunkles Elixier noch eingepackt. Und dann hatten wir noch eine tote Base. Hier hatte ich auch meine ausgebildet. Und bei so einer Base ist, will ich dann immer überlegen, gehe ich jetzt Surgical, also spalte ich meine Truppen auf und snipe mir so das Dunkle und das Elixier irgendwie raus oder gehe ich direkt auf 3 Sterne und gebe Vollgas. In dem Fall war es jetzt so, dass ich den einen Bohrer hier mit dem Babydrachen fast komplett holen konnte. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, ja, doch ein bisschen Surgical zu gehen, also ein bisschen zu splitten. Dann aber trotzdem halt in einer gespammten Art und Weise, weil das jetzt aus meiner Sicht das Beste war, um hier die ganzen Minen und Sammler auch zu erwischen. Der King hat auch noch mal ein bisschen mitgemacht bei der Party diesmal und hat hier noch mal ein paar Prozente auch geholt. Ansonsten werde ich es aber dann auch hier relativ schnell beenden, den Angriff, weil wie gesagt nichts mehr so viel zu gewinnen hier. Wir haben das ganze Elixier, wir haben das ganze dunkle Elixier und wir haben auch schon fast 70%, also ja, kein Stress. Dann gehen wir wieder zurück zur Base. Und wie ihr sehen könnt, ich habe ein paar Angriffe inzwischen gemacht. 121.000 Dunkles sind inzwischen am Start. Das reicht natürlich aus. Und wir starten den King auf Level 25. Damit ist das nächste Fähigkeitenlevel wieder freigeschaltet. Also wieder ein Meilenstein. Nur noch 15 Level, dann weg von Max. Nur noch. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht heute. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns später. Macht es gut. Ciao.